Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einer very special Episode. Heute am Donnerstag, dem 7.2. Das war's nämlich. Seht schon, ich bin etwas lächerlich angezogen, kann man schon fast so sagen. Ja, heute, meine lieben Freunde, für alle, die nicht im Kreis Nordrhein-Westfalen bzw. speziell rheinischer Raum leben, heute ist Karneval, oh mein Gott. Heute ist Weiberfastnacht, das heißt, für die nächsten 5 Tage werden wir im rheinischen Raum Köln, Düsseldorf, also, ne, und ich wohne halt in der Nähe von Köln, ne, also der ganze rheinische Raum, werden uns einfach intensiv dem karnevalistischen Fieber widmen. Ich bin heute Rotkäppchen. Unglaublich, aber wahr. Ich habe mir gedacht, komm, du wirst mit einer Freundin zusammen im Partnerlook Rotkäppchen und sie der Wolf. Und du bist ja ein bisschen zu fein, um einfach nur ein Dirndl und ein paar Zöpfchen zu machen. Deswegen überlebst du dir einfach irgendwelche Sachen, die rot-weiß gestreift, gepunktet, sonst was sind, um eben das Motiv des Rotkäppchens zu übernehmen. Und einige Sachen habe ich dann eben dazu zusammengesucht, die ich jetzt im Moment anhabe. Und dann ist das Ganze doch letztendlich nicht, hat das Ganze doch letztendlich nicht stattgefunden, sondern ich gehe jetzt doch dann als Zigeuner und sie als Zigeunerin. Aber ich dachte mir so, vor der Kamera ist das hier nochmal ein bisschen witziger so als Motiv. Und ich bin außerdem sehr gespannt, wie sich das mit diesen Halbfingerhandschuhen spielen lässt. Und ja, die Quest hier, also das Perk, was wir bekommen müssen in Pro, ist dasselbe wie beim letzten Mal, genauso wie die Klasse. Wer die letzte Episode nicht gesehen hat, klickt auf den Link hier rund um mein Face, bla bla bla. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Was wollen wir denn heute spielen? Das ist die Frage. Und ich würde fast sagen, dass wir diesmal nochmal versuchen, Hauptquartier-Server zu finden. Zoo. Habe ich zu? Habe ich das Map-Pack? Ich glaube nicht. Ach komm, hier, Nuketown Haku, komm. Nuketown Haku, los geht's, YOLO, ne? Ja, ja. Und, ja, es geht endlich weiter mit Road to Pro. Viele haben ja die seit der letzten Episode sehnsüchtig gewartet auf die neueste Episode. Ich habe es in einem Commentary, obwohl zu dem Zeitpunkt, wie ihr diese Episode seht, habe ich das Commentary wahrscheinlich noch nicht hochgeladen. Problem waren einfach Internetprobleme, dass ich weder in der Lage war, weil mein Internet die letzten paar Wochen sehr instabil war, hatte ich weder die Chance, ordentlich das Ganze aufzunehmen, geschweige denn hochzuladen. Weswegen ich, ja einfach Roto Pro euch nicht in der Art liefern konnte. Wow, warum sind meine Jawohl! Abschluss mit Novagas. Was da los? Was da los? So, was haben wir hier? Ist da immer noch einer? Komm. Weiter. Oh Mann, Alter. Ich komm nicht drauf klar auf die Scheiße. Warum sind meine Frame... Oh Mann, Alter. Ich habe das Gefühl, ich beschwere mich nur noch über meine Framerate, aber sie ist einfach auch beschissen. Muss man ganz einfach so sagen. So kann ich nicht spielen. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Grafik. Machen wir doch hier mal automatisch. Shader Warming, ja. Komm, hier. Hat er jetzt? Ja. Ja, natürlich. Ja, was war das denn? Ich kann nicht aimen, ist mir aber auch egal, weil ich einfach mal gefühlte 15 FPS habe. Und deswegen muss ich jetzt die Aufnahme irgendwie nochmal neu starten. Guck mal, hier meine Killcam. Legend fucking der. Ja, gut. Ich habe das Gefühl, ich muss mal gerade von dem Server hier runter. Muss gerade mal meine Aufnahmeeinstellungen ändern und dann wählen wir uns in dieser Aufnahme zurück. So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dass diese Einstellungen jetzt halbwegs funktionieren. Wir springen auf den gleichen Server wie gerade eben und hoffen, dass das Ganze jetzt Framerate-mäßig... Ich verstehe es halt einfach nicht, weil ich hatte ja, Stuhl weiter unten. Oh mein Gott. Ich hatte ja zu Anfang von Black Ops Road to Pro absolut keine Probleme, was irgendwie Framerate angeht. Und dann habe ich zwischendurch einfach mal irgendwie nach einer High-FPS-Config oder so gesucht, um eben die Performance während des Aufnehmens zu verbessern. Und diese Config hat offensichtlich jetzt seitdem
das absolute Gegenteil bewirkt, nämlich dass ich weniger Frames pro Sekunde als vorher habe. Und zwar so wenig Frames pro Sekunde, dass es mich wirklich daran hindert, die entsprechenden Erfolge in diesem Spiel zu erreichen. Und Leute, die sagen, dass man über 25 FPS das nicht merkt, den Unterschied, die haben einfach keine Ahnung, so sieht es nämlich aus. So, FPS ist immer noch scheiße. Da kommt ein ACXD. Oh Gott, hinlegen blockiert. Ich hasse es. Ey. Das ist scheiße mit den FPS, Mann. Ich. Das. Und das mit den Spawns ist auch scheiße. Ja, das mit den Assists ist auch scheiße. Meine Fresse, Alter. Guck mal, da ist gerade einer hochgegangen. Nein! Are you... Oh, Mann, Teammate, Alter! Jetzt habe ich von dem abgelassen, damit du den dich um den kümmerst. Oh, Mann, Alter! Komm mal. Jawohl, ey. Arschloch. So. So, jetzt geht's mit den Framerates wieder. Jetzt habe ich 80 Frames pro Sekunde. So kann man, so kann sich halbwegs leben lassen. Jetzt habe ich wieder 40, kaum habe ich es gesagt. Ja, warum auch nicht? Oh, wow. Wieso habe ich den nicht gesehen? Oh, wow. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Hauptquartier offline. Hauptquartier lokalisiert. Hey, Maler. Wow, 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 wow. Wow, was? Okay, ja. Gut. Ja, leck. Geil. Oh, ich meine, guckt euch das an. 14 FPS. Fuck, warum? Ich verstehe es nicht. Wo ist mein Gas hin? Warum ist mein Gas weg? Ich versteht ihr, warum mein Gas komplett weg ist? Ich habe gerade eine Gasgranate dahin geworfen. Spionageflugzeug hält sich bereit. Jetzt aber. Fuck! Okay, also die Gaskills, die kommen. Kommen auf jeden Fall so. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. So, meine Freunde. Ja? Leute, ich weiß nicht, was es ist, aber so kann ich absolut nicht spielen auf Dauer. Ich beschwere mich schon irgendwie seit 3 Episoden oder so über diese scheiß Framerate und es wird jede Episode schlimmer. Das ist echt. Fuck. Er verreckt nicht. Naja. Oh, so viele Kills. Spionageflugzeug hält bereit. Oh Gott. Unser Spionageflugzeug. So, jetzt hier. Ja, jetzt kommen wir von hinten, die Wichser. So, machen wir hier. Zack. Erstmal aus dem Weg gehen. Der Feind hat das Hauptquartier eingenommen. Wie, keine... Hä? Ich wollte schon sagen, ey. Das sind ein paar Kills. So. Hauptquartier gesichert. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel.
Hauptquartier lokalisiert. Komm schon. Ah! Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, nein, die sind rechts von mir. Hier rein in die Ecke, komm. Ah, ich weiß nicht. Du da jetzt auf Dauer auch noch spawnen. Nein! Jawohl, Triple Angriff, Abschuss. Jawohl, Alter. So lässt es doch leben, meine Freunde. Nice, nice, nice. Okay. Ah, ha, Wichser. Oh Gott. Oh Gott. Komm, komm, komm. Oh, wow. Bäm, Volltreffer in dein Gesicht. So, zack. Was ist denn da los, ey? Okay, das, wow, wow, wow. Campen wir uns mal hier schön hin. Ah. Der Feind hat das Hauptquartier zerstört. Hauptquartier lokalisiert. Verbündete Unit unterwegs. Bäm! In dein Gesicht! So. Bäm, Alter! Was ist denn da los, ey? Was ist da los? Meine Freunde, was ist da los? Aber okay, komm hier. Mitten drüber. Zack. Ist ja nix hier. So, ein Kill. Bäm, ey. So, geht doch halbwegs ab, so. Trotz Framerate. Kann man mit leben mit dem Ergebnis, finde ich. So. Bäm, Alter. So, hier noch einen schönen... Ah, Holofraum voll. Okay, wir haben gerade einen Heli-Schützen oben. Das ist natürlich fatalst. Die checken immer noch nicht, dass ich hier oben bin. Und ich kann nicht aimen. Das kommt noch dazu. Einfach in die Mitte kommen. Spawn doch bestimmt immer noch hier. Oder? Ich weiß nicht. Ha! Er hat für mich hat nach mir gesucht, aber ha! Ich habe ihn zuerst gefunden, meine Freunde. So, nehmen wir doch nochmal ein. Oh. Schlechtes Timing. Ist er drauf? Er ist drauf. Gut, sehr gut. Oh Mann. Oh wow. Okay. Spawn bestimmt hier. Nee, doch nicht. Wir bewegen uns mal gerade raus. Oh, komm schon, den zweiten auch noch. Nein. Ach, nicht zu gierig, nicht zu gierig nach Kills. Okay, sie zerstören uns gerade. Nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, lol. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ich will nicht. Nein! Ah, fuck! Egal, 42-13, meine Freunde. Trotz gefühlten 15 FPS. Ich kann es nicht öfters wiederholen. Wow, das war echt eine nice Streak, muss man sagen. Das ging schon recht ab. Das fand ich, das war gar nicht schlecht. Oh Mann, jetzt spawnen sie da drüben, wo ich gerade meine Dings geworfen habe. Und jetzt kacke ich wahrscheinlich wieder ab, dass ich am Ende irgendwie 42-42 noch habe. Aber Hauptquartier ist auf jeden Fall, wenn man die Novagas-Challenge schaffen will, the way to go. Das ist mir klar geworden, jetzt gerade. Wir haben noch 5 Minuten zu spielen und haben 9 Minuten 50 aufgenommen. Das passt auch zeitlich wunderbar. Perfekt. Besser könnte es nicht laufen. Noch einen schönen Simtex-Kill eingeheimst. Wir positionieren uns hier hinter dem Schild strategisch wie sonst was. Der absolute Wahnsinn. So, jetzt können wir nämlich immer hier zwischen Hauptquartier und hier rumwechseln. Jetzt spawnt hier hinten jemand, den wir jetzt mal gerade uns vorknüpfen müssen. Nein, Triple Spray Fail. Dings, Bums. Oh, wow, wow, Noob Tubes.
So, jetzt positionieren wir uns hier. Oh, wow, ja. Genau da, wo gerade die Granate explodiert ist, wollen wir uns eigentlich positionieren. Dann gucken wir doch mal gerade rüber. Komm, komm, komm. Nein. Da wollen wir uns nicht drauf einlassen. Novagas, rüber, kurz warten. Semtex. Warum ich keine Novagas? Dings an dieser Stelle bekommen, weiß ich nicht. Lauf! Oh, Junge. Der, fuck! Jetzt kacke ich nur noch ab, Alter. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, dann bewegen wir uns aber hier jetzt mal. Oh, wow. Wow, wow, wow. Gerade nochmal mit der Semtex hier clearen. Okay. Alles weg. Wunderbar, meine Freunde. Wir sind gut im Geschäft. Hauptquartier gesichert. Ah, scheiß Semtex. Wird eigentlich komplett runter zum Zaun gehen, aber sie spawnen eh größtenteils auf der Seite. Wow. Okay. Spawnen sie jetzt vielleicht hier, weil jetzt haben wir gar keinen mehr hier. Nee. Egal. Wir bewegen uns hier wieder in den oberen Bereich. Es hat auch bei dem Hauptquartier gerade eben sehr gut geklappt. Deshalb gehen wir jetzt mal gerade hier wieder in die obere Etage. Versuchen da einige Kills aneinander zu reihen. Jetzt spawnen die doch bestimmt hier. Immer noch nicht. Wow, okay. Hauptquartier-Spawns sind offensichtlich abgefuckt. Und wir bereiten schon mal hier den Raum schön auf Gegner vor. Dass ich mit einem simplen Doppelklick auf F den ganzen Raum in Feuer und Flamme hochgehen lassen kann. Ach, komm schon. Jawohl! Wallbang for the win, Alter. Ah, dammit. Ein C4 haben sie zerstört, mit dem anderen wollte ich ihn hochjagen, aber da hat er natürlich Taktikweste gehabt oder kugelsichere Weste, wie auch immer. Ist natürlich auch sehr intelligent, ein Perk, mit dem man Explosionen besser überstehen kann, kugelsichere Weste zu nennen. Fand ich schon immer sehr intelligent von Treyarch, ihr Perk so zu benennen, aber ist offensichtlich ein also Common Sense ist offensichtlich ein etwas, was man als Spieleentwickler nicht unbedingt braucht. Wie es aussieht, oh Gott. Scheiße, scheiße, nein! Oh, der hat den anderen Typen versucht. Ah, dann wurde ich einfach mal mit einer einzigen Kugel Prefire weggeholt, dass er. Nein! Komm hier einfach, Wallbang. Okay. Naja. Nicht so erfolgreich der Wallbang, aber was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man machen? So, hier. Bam! Novagas rein. Wow, 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 wow! Lol, get turned on. Und dann kommt noch ein anderer von der Seite. Wie dem auch sei. 50 Kills kriegen wir. Ja, wenn wir dann aimen könnten. Wie gesagt, wenn wir dann aimen könnten. Ja, wow. Und wenn wir dann nicht weggetubed werden würden von einer Small. Ach, was Assist, Alter. Kriegt man doch keinen Assist bei so einem Shit. Komm schon. Ja! Fuck! Kommt wieder einer! Ah! Durch den Pfosten! Oh, noch einer! Boah, geht das nicht ab, Alter! Wallbang! Ja, voll! So, und jetzt hier! Bam! Aim, 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 aim! Ich kann nicht aim. So, da ist noch einer an der Seite. Den wollen wir auch eliminieren. Oh, wow, 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 okay. Nein, ich bin tot. Ich wusste es. Ich habe natürlich auch prompt die Klasse ohne kugelsichere Weste dann diesmal gelassen, da ich lieber Plünderer drin haben wollte. Komm schon, einen Novagas-Kill kriegen wir noch hin. Nein! Hitmarker, das wäre sonst Killcam gewesen. Ja, meine Freunde, blöd gelaufen, dass wir da nicht den letzten Kill noch bekommen haben. Aber, sehr spaßige Runde. Wir haben jetzt exakt 15 Minuten aufgenommen an diesem Punkt. 52 zu 24 ist mal vom KD wieder gar nicht mal so toll. Oh, guck, freigeschaltet. Yes, da freue ich mich jetzt schon drauf, die zu benutzen zu können. Aber es war eine erfolgreiche Runde. Es war vor allem eine Runde, die Spaß gemacht hat. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Sowohl beim Zugucken als auch bei mir beim Spielen. Trotz den Halbfingern, Handschuhen haben wir ganz gut abgeräumt. Und wir gucken uns jetzt gerade mal unseren Fortschritt in der Taktikmasken-Challenge an. Ich glaube, einige Kills müssten wir.
Nur drei? Naja, gut, dann haben wir halt nur drei Kills bekommen. Waren jetzt gefühlt mehr für mich, aber das soll man machen. Die Statistik sagt was anderes und solange die Statistik nicht erfüllt ist, können wir auch nicht sagen, wir haben Pro bekommen. Jetzt ist gerade die Kamera ausgefallen, ich habe es gerade gesehen, wegen Akku, wie dem auch sei. Wir beenden sowieso jetzt die Episode, deswegen kein allzu großes Marco. Und wenn es euch gefallen hat, denkt an die Bewertung und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Anti.